So, hallo und herzlich willkommen bei Desalas Tram Trip. Wir trotten heute vom Stefan-Fadinger Platz Richtung Bad Haupthalli. Update 1.5 mit DEF 8. Wir schauen uns das jetzt mal im Normalmodus an. VR-Modus habe ich schon mal gepostet. Jetzt fahren wir das Ganze im Normalmodus und schauen, welche Fehler wir da so noch sehen, finden oder geschweige denn, welche Fehler sind dazugekommen. Und welche sind weg? Ich bin die Strecke schon einmal abgefahren im VR-Modus und muss sagen, die KI-Trams haben da irgendwie ein Stationsproblem. So, wir starten jetzt mal gleich das Spiel. Ich muss nämlich auch gleich losfahren. Und ja, Leute, lasst uns mal die Fehlerquellen suchen. Ich werde auch versuchen, bitte dir diese Pünktlichkeit einzuhalten. Ich fahre weg um 12:38 Uhr. Münchenstraße. Und jetzt schauen wir halt mal nach, was wir da so noch an Fehlern sehen. Warum es hier auf einmal leckt, ich habe keine Ahnung. Ich habe meine Taste auch jetzt ein bisschen neu belegt. Ich habe jetzt auch das zentrale Öffnen auf meinen Controller geschmissen. Und auch das zentrale Schließen habe ich jetzt woanders hingelegt. Damit alles funktioniert. Da gibt es auch einen Fehler. Also wenn du eine Taste zuweist, du gehst ins Spiel, funktionieren die anderen Tasten nicht. Das heißt, du musst nochmal rausgehen. Nochmal auf die Einstellungen gehen, Steuerung und alles nochmal im unteren Bereich neu belegen, dann geht's wieder. Das Poststraße. ist irgendwie ein Fehler, der hat Sie sich jetzt sind ein mal bisschen eingeschlichen. achtsam. Andere brauchen ihren Sitzplatz vielleicht notwendiger. Und am Ring ist mir auch einiges aufgefallen. Ich schau mal, dass ich hier die Pünktlichkeit in Person bin. Wie immer, wie eh und je. Wir schauen mal kurz nach, wie viel Zeit wir haben. Null, das ist doch schön. Bei der Davidgasse hätten wir, glaube ich, dann 1,5 Minuten Vorsprung. Ist meistens so üblich bei mir. Hier sind mir jetzt auf jeden Fall mal keine gröberen Bugs aufgefallen. Davidgasse. Umsteigen zu 7a. Und irgendwie rauscht das Mikro. Ah, ich habe jetzt mal kurz eine Notbremse hingelegt. Ich war, glaube ich, jetzt ein bisschen abgelenkt. Ich habe ein Mikrofonrauschen. Keine Ahnung woher. Es war da. Es war schön. Es war kurz. Aber es war da. Hätte ich drüber fahren sollen. Schauen wir mal, was die Uhr spricht. 0,5 Vorsprung habe ich noch. Nein, wir warten ein Grün ab. Das zahlt sich nicht aus. Na, 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 was tut dich da? Die schmusen mitten auf dem Zebrastreifen. Darauf funktioniert das nie. Ja, der geht gerade noch bei Grün über die Straße. Gerade noch. Wir schauen uns auch die KI-Personen an, den KI-Verkehr. Ich finde es halt schon nett, dass sie sehr viel machen, was KI anbelangt, um das Spiel ein bisschen realistischer zu gestalten. Da schleichen sich Knöllstraße, dann aber auch leider kleine Umsteigezug Fehler ein. 6 in Richtung Geiereckstraße. Und je mehr Leute das sehen, desto besser ist es, weil dann bin ich nicht allein. Und hier habe ich jetzt notgedrungen, nein, ein Minütchen. Ja, das geht ja noch. Ich war schon mal hier, da hatte ich 2 Minuten Vorsprung. Hier ist mir aufgefallen, dass ab und zu Autos spawnen, rechts von uns auf der Straße. Und die spawnen, so wie jetzt, und fahren einfach los. Das ist mir auch aufgefallen. Also das ist, würde ich eher, so wie der da jetzt. Ja, der fährt einfach los. Die spawnen rechts und der fährt einfach los.
2 Punkte nur für die Pünktlichkeit? What? Das ist ein Scherz. Ich bin auch drauf gekommen, wenn du Vorsprung hast, kriegst du weniger TSP-Punkte, als wenn du Verspätung hast. Also wenn du plus 0,5 Verspätung hast, kriegst du 18 TSP. Wenn du minus 0,5 hast, kriegst du so wie jetzt 2 TSP. Hallo, servus Kollege. Ich habe ihn gewunken, man hat es noch nicht gesehen. Ich bin auch dafür, dass man, ob man die Maus nicht in die Hand ändern kann, im Game. So eine Option, wo du das einstellen kannst, das wäre halt schön. Dann hätte ich auch hier eine Hand, statt der Maus. Das wäre richtig nice. So, jetzt schaue ich mal ganz kurz nach. Ich habe eine Minute Vorsprung. So, bis sehen so freizügig. Wir warten das Minütchen mal ab. Muss ich ja auch. Ich habe gesagt, ich war pünktlich. Pünktlich und schnell. Mal schauen, ob Leute einsteigen. Nee, der läuft weiter. War so klar. Also meine Außenansicht könnte ich dabei mal einstellen. Jetzt habe ich ja genug Zeit. Also hoch will ich gar nicht. Ich würde gerne nach hinten schauen. So, wie viel habe ich noch? Eine halbe Minute. Ich schaue so gerne nach hinten, ob eine Straßenbahn hinter mir steht. Ah, sieht der schön aus. Und auch gewaschen. Das finde ich auch nett. Jetzt kann man es einstellen, ob er gewaschen sein möchte oder nicht. Das zeige ich euch ganz kurz. Unter Einstellungen, ich glaube Grafik war es, da steht unten mit Schmutz oder ohne Schmutz. Das könnt ihr jetzt auch einstellen. Dann habt, dass ihr das seht, wie ich fahre. Texturqualität ist mal sehr hoch. Ich empfehle einigen Leuten mit schwächeren PCs, die Schattenqualität auf sehr niedrig zu setzen. Ich habe es jetzt auch einmal auf niedrig gesetzt, weil ich drauf gekommen bin, dass es da Probleme gibt. Ich setze sie jetzt aber wieder auf sehr hoch. Dann die Sichtweite ist bei mir auf sehr hoch, das Anti-Lassing ist sehr hoch und die Auflösung ist halt, ja, ich hätte gerne eine höhere Auflösung. Aber es gibt halt nur die Auflösung von 3840 x 2160. Führerstand, ja, das passt, das lasse ich in Ruhe. Und den Schmutz simulieren, ja, lasse ich auch draußen. So, speichert das mal, geht zurück. Bei den Audio-Einstellungen hat sich eigentlich nichts geändert. Bei den KI hat sich eigentlich auch nichts geändert. Personen fahre ich auf hoch und Fahrzeug-KI habe ich jetzt mal auf sehr niedrig gestellt, weil ich dauernd Autos habe, die mich ja irgendwie schnupfen. Und ich habe auch schon, wir kommen dann eh zum Ring, dann sage ich euch, wo die Sachen sind, wo man da schnell mal so einen Unfall bauen kann. Jetzt habe ich 18 TSP bekommen, wie cool. Eigentlich wieder mal mehr TSP. Ich bin auch irgendwie dafür, dass man irgendwo Bonus TSP bekommt, weil immer wenn die Schrift grün ist beim TSP-Combo, dass du da auch einen Bonuspunkt kriegst oder so. Bonuspunkte, sagen wir so. So 50 Bonuspunkte, weil du jetzt schon wieder grüne TSP gefahren hast. Das macht das Spiel dann schon ein bisschen interessanter, weil 1,5 Millionen TSP fährst du nicht mal so von heute auf morgen, sondern da fährst du auch wirklich lange dran. Ist wieder grün. Und jetzt hätte ich gern, wenn ich dann wegfahre, die Pünktlichkeit ist auch grün, dann hätte ich gern, dass man da Bonuspunkte kriegt oder so. Was ich rausgefunden habe, oder was Leute auch schon wissen, ist, wenn Leute aussteigen, die werden einfach mitgezählt. Aus TSP. Da könnten sie auch machen, dass man statt 1 TSP 10 TSP kriegt. Das würde das Spiel wieder... Sie müssen halt auch schauen, dass das Spiel interessant wird für die Leute. Und immer so kleine Schmankerl einbauen, so wie einen lang gibt es Doppel-TSB oder so. Dann war das Spiel schon wieder ein Anreiz, wo die Leute sagen, was, Doppel-TSB? Hä? Bin ich sofort dabei. Da wäre ich allerdings auch dabei und ich fahre dann wahrscheinlich 24 Stunden durch. Das muss man auskosten. Doppel-TSB, da geht's ratzfatz. Ich hatte einen Grafikbug gerade bei der Straßenbahn. Schön, und das jetzt schon. Ja Leute, Entschuldigung, ich fahre auch schon wieder seit 4 Stunden.
Da können so kleine Grafikbugs sich einfach einschleichen. Ich habe gerade vergessen, irgendwie zu bremsen. Was auch schön ist, ist, dass im Tunnel die Ladesequenz vom Tunnel verschlechtert hat, weil die Sonne einfach durchscheinen kann. Und das sollte eigentlich nicht sein. Es braucht nicht ein paar Millisekunden braucht es Zeit, um die Texturen vom Tunnel zu zeigen und nicht die Texturen vom Tunnel, wenn die Sonne reinscheint. Das ist auch so, ja, kleines Manko, aber wisst ihr, das sind halt so Kleinigkeiten, die halt auffallen. So, ich stehe jetzt in der Lorenzgasse, also ich wollte da rausschauen, geht nicht. Was? Ich will ausschauen, macht nichts. Was ich noch herausgefunden habe, aber das sehe ich jetzt gerade nicht, dass sich der Ulf bei den Verankerungen verzieht. Aber das sehe ich jetzt gerade. Ich glaube, da müsste ich länger fahren. Aber so, und schon geht's weiter. Und ich hätte auch gern, dass da andere Werbung hängt. Ob man da Werbeplakate einfügen kann. Richtige oder wichtige Werbeplakate. Vielleicht kann man mit dem Hersteller reden von Werbungen. Dass man da Werbungen reinkommen kann im Spiel. Klar, die Sequenz vom Tunnel dauert extrem lang. Das ist jetzt wieder normal. Aber wenn du reinfährst, hast du kurze Zeit lang halt auch diese Fehler, dass die Sonne da reinscheint. Und ich weiß, dass die Sonne eine immense Kraft hat, aber durch eine Betondecke zu kommen, das wäre dann schon sehr subtil, muss ich sagen. So, wir haben hier kurz Standzeit, da kann ich mal einen Schluck machen. Ich trinke unser Wiener Leitungswasser. Das ist der Wiener Wodka, ohne Alkohol. So, wie lange habe ich Standzeit? Eine halbe Minute. Na, wir fahren. Wie viel TSP kriege ich? 3. Na, 14. Was ist da passiert? Ich habe 14 TSP-Punkte bekommen für die Pünktlichkeit. Ist das süß. Meierhofgasse. So. Also der Streckenabschnitt hier ist jetzt fast korrekt. Fast korrekt. Es gibt dort noch einen Manko, da fahre ich dann eh gleich vorbei. Das sage ich euch dann gleich. Das ist mir jetzt schon ein paar Mal aufgefallen. Es wird halt nicht als Unfall gewertet, aber trotzdem fahren die Autos auf der Seite rein. Ja, musst warten. Schreibst mal vorne rein. So, da. Mit Zitrone oder ohne? Soda ohne. Bleibst stehen. Und Leute, wenn ihr unbedingt TSP braucht oder so, dann und ihr erwischt den Punkt nicht immer, dann merkt euch ein paar Punkte, mit denen ihr sagen könnt, dort muss die Straßenbahn stehen bleiben, damit ich TSP-Punkte bekomme. Rechts der Ausleger hier, der hier, der Ausleger muss in der Nähe von dem hier sein, von der Straßending. Ja? Dann kriegst du hier die 10 TSB. Du kannst auch richtig drauf sein. Das heißt, ich habe mir im Game auch so Punkte ausgesucht, wo ich merke, da muss ich stehen bleiben, damit ich die 10 TSB-Punkte bekomme. Da wird es rot, dann bleiben wir stehen. Paulanergasse. Paulanergasse. Auf dieser Kreuzung, links von uns, die Autos, die hier reinfahren, die Straßenbahn steht richtig und die Autos hinten fahren ja teilweise in den hinteren Bereich rein. Das passiert sehr oft. Bei den KI-Straßenbahnen habe ich das noch nicht gesehen, aber mir selber ist das schon ein paar Mal passiert. Also das ist so, wo ich sage, ja, die Straße geht schon ein bisschen länger. Scherz. Das wäre halt ein Punkt, den sie halt sich mal anschauen müssen, dass die Autos auch richtig stehen bleiben. Wahrscheinlich nehme ich eine Fahrt auf vom Prater Hauptallee zurück zum Stefan-Fadinger-Platz,
Muss ich mir noch überlegen, aber die werde ich dann nicht im VR-Modus starten, sondern die werde ich dann im Normalmodus fahren. Hier haben wir schön grün, das ist doch schön. Die grüne Welle habe ich ja wieder. So, und hier habe ich wieder meine Pünktchen, damit ich weiß, dass ich richtig stehe. So, ich bin jetzt ein bisschen zu weit nach vorgerauscht. Hier habe ich mir den Punkt ausgesucht, dieses Zeichen für die Fußgänger, für die Radfahrer. Da müsste ich in der Mitte stehen bleiben, also kurz davor, damit ich die vollen TSP kriege. Das sind dazu Punkte, ja, ich bin jetzt ein bisschen zu schnell dran gewesen. Ich hätte eine Notbremse hinlegen können, damit ich richtig stehe, aber das wollte ich jetzt gerade nicht. Das sind dazu Punkte, die ich immer merke, dass ich mir denke, ja, da muss ich stehen bleiben, damit ich 10 TSP-Punkte kriege. Aber 9 TSP-Punkte sind auch ganz gut. So, irgendwie kriegen wir die Tür nicht zu. Und ich vermute mal im hinteren Bereich. Na, jetzt sind sie zu. Perfekt. Und wir fahren, wir fahren, wir fahren. Bevor noch mehr Leute einsteigen. 19 TSP-Punkte. Ja, das ist gut. Da unten habe ich es dann so immer rot. Also brauche ich erst gar nicht Gas geben. Da hatte ich noch nie... Oh ja, ich hatte schon ein paar Mal grün, ganz am Anfang. Auch in der Nacht, wenn ich fahre, fahre ich die Nacht auch durch. Ich fahre den Tagesplan, da fahre ich in der Nacht auch. Ich bin dann der einzige Straßenbahnfahrer, der auch eine Nachttram hat. Da fahre ich dann ab 0.07 Uhr bis 0.50 Uhr fahre ich zum Schäferfahrdinger Platz und dann fahre ich halt ohne Zielvorgabe vom Ibis, fahre ich dann einfach normal Richtung Bad Hauptallee wieder zurück. Also da fahre ich auch die Nacht durch. Da kriege ich halt dann nur 10 TSB-Punkte für perfekten Halt, das war es dann aber auch schon. Aber das stört mich ja nicht. Ich bin ja gerade nicht dabei, wieder die 1,5 Millionen TSB-Punkte einzufahren. Ich war schon Level 15, das hat mir gereicht. Nochmal mache ich das sicher nicht. Das war anstrengend. Meine Frau hat mich gar nicht mehr gesehen. Sie saß nur noch vor dem PC. Schlimmer Finger ich bin. Da komm, ruck. Ab und zu würde ich aussteigen, die Straße mal hochschieben. Oder ab und zu. Hier ist eigentlich auch alles normal. Was ich auch schön finde, sie haben jetzt bei den Straßenbahnen eingefügt, dass sie auch die Blinker benutzen. Das finde ich schon mal sehr schön. Weil jetzt macht das Spiel wieder ein Pünktchen realistischer. Was hat noch... Naja, realistischer würde ich nicht sagen. Was hat noch interessant wäre, wäre... Ja, ich bin nicht zu weit nach vorgefahren, weil ich gerade abgelenkt bin beim Überlegen. Was sehr interessant ist, ist, am Ring fahren ja jetzt zum Beispiel zwei Linien. Die Linie 1 und die Linie U2Z. Ich hätte gern mehr Linien. So wie D2 und so Sachen. Vielleicht kommt das irgendwann mal. Da braucht es aber dann wahrscheinlich einen sehr leistungsstarken Rechner, der das aushält. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Weil gerade die KIs brauchen schon ein wenig Ressourcen. So, wir mogeln da mal zur Ampel. Achso, da kommt gleich eine Neuerung. Das finde ich halt auch nett. Dann hat man hier keinen Stress mehr, dass man die Ampel oben erwischt. Die nächste Ampel haben sie jetzt so gestellt, dass wenn du hinkommst, dass sie auf Rot springt. Also dass du eigentlich schon grün hast. Das ist sehr interessant für die Linie U2Z. So für den 1 ist es halt nicht relevant. Aber für die U2Z, der da hochfährt, ist es schon sehr relevant, dass er dann gleich grün hat. Ich komme hoch und hab Rot. Und das finde ich, das ist natürlich gut. Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht auch der Realität entspricht. Weil ich bin der Meinung, den Einsatz sehe ich
Ja, ich fahre nächste Woche oder übernächste Woche fahre ich die Strecke mal mit meiner Freundin ab und da schauen wir uns das mal ganz genau an. Weil das ist schon sehr interessant, diese Ampelschaltungen. Die sind doch sehr, sehr wichtig. Was hier ein Manko ist, ist, dass hier links diese Ampel hier, die Fußgängerampel, grün ist. Aber ich glaube, das müssten Leute schreiben, die da öfters fahren im Real Life. Ich bin mir nicht sicher, ob das in Real Life auch so ist, aber ich glaube schon. So, hier habe ich mir wieder als Haltepunkt den Zebrastreifen genommen. Das heißt, ich muss ein Stückchen im Zebrastreifen drinnen sein oder geschweige denn die Abschlusskante der Autofahrer muss hier in diesem Bereich liegen. So merke ich mal einfach diesen Haltepunkt, damit ich weiß, ich kriege hier 10 TSB-Punkte. Die Ampel haben sie auch geändert. Du kommst hoch, hast gerade noch Zeit ein- und aussteigen zu lassen und schon springt sie wieder um. Die nächste Ampel sollte eigentlich rot sein, ist sie auch. Burgring. Umsteigen zu 57A. Jetzt ist grün. Perfekt. Na, besser geht's ja gar nicht. Heute habe ich wieder Glück. Ich glaube, ich muss Lotto spielen. Was jetzt mir nicht aufgefallen ist, ist, dass die KI-Straßenbahnen gegenüber Stationsprobleme haben. Gestern hatte ich das die ganze Zeit eigentlich. Aber gestern bin ich dann auch schon 8 Stunden gefahren. Also da hat das Spiel dann schon das Problem gehabt, dass die Straßenbahnen einfach nicht nach vorgefahren sind, sondern hinten stehen geblieben sind. Was ich auch im Real Life hätte. Ah, hier wieder der Haltepunkt von den Autofahrer, der Stopp muss mit meiner Linie hier übereinstimmen. Dann hat man so 10 TSB-Punkte. Was mich auch interessieren würde, ist, ob es nicht die Möglichkeit geben würde, eine Doppelhaltestelle auch mit TSB-Punkten zu versehen im hinteren Bereich. Du kannst hier vorne nicht stehen bleiben. Du musst hier hinten stehen bleiben, zum Ein- und Aussteigen. Und da wäre es halt interessant, ob man hinter der KI-Straßenbahn noch einen zweiten Punkt setzen kann, damit das auch zählt. Weil jetzt mache ich es immer so, wenn einer vor mir fährt, ich warte, bis der mit seiner Ein- und Aussteigen fertig ist und dann fahre ich erst in die Station rein. Das heißt, Umsteigen zu ich warte Linienwagen eigentlich ein paar 46, Minütchen ab und erst 49, dann fahre ich in die 48A. Station ein, weil es bringt sonst nichts. Ja? Weil sonst kriege ich gar keine TSB-Punkte und die TSB-Kombo ist dann kaputt. Weil die ist dann einfach mal schwarz und nicht mehr grün. Darum muss ich warten, bis die KI-Straßenbahn weg ist von der Station. Alles schon ausprobiert, Leute. Alles schon ausprobiert. Ich habe die Schattenqualität, habe ich jetzt im normalen Modus, habe ich sie jetzt mal auf hoch gestellt. Ich weiß, dass die Schattenqualität auch sehr leistungsbezogen ist. Und da kann es dann schon passieren, dass man halt Fehlermeldungen bekommt. Also Fehlermeldungen, Fehler im Spiel hat, nicht Fehlermeldungen. Man hat Fehler im Spiel. Und das fällt dann halt schon ein bisschen auf. Jetzt habe ich sie immer wieder auf hochgestellt, aber ich stelle sie nachher wieder auf sehr niedrig um. Parlament. Ich Umsteigen brauche die zu Schattenqualität 2 in eigentlich Richtung nicht. Ich meine, ich Dornbach. finde sie schön, aber da müssen sie noch ein bisschen was korrigieren. Im VR-Modus kannst du mit der Schattenqualität überhaupt nicht fahren. Das behindert dich eigentlich nur. So, einsteigen. Da will keiner einsteigen. Machen wir die Türen zu. Welcher grün? Dürft auf die nächste Tram warten. Kommt eine hinter mir? Nö. Und wir sind hier schon wieder am Rathausplatz Burgtheater. Unser schönes Burgtheater rechts. Rathausplatz, Burgtheater. Ich glaube, ich muss eine Notbremse hinlegen. Hier ist es wieder wichtig, dass der Streifen von den Autofahrern muss nicht mehr sichtbar sein. Darf hier rechts, links nicht mehr sichtbar sein. Und
Wenn ihr zentriert, müsst ihr das hochschieben. Ihr müsst die Maus so ausrichten, damit ihr das auch habt. Es gibt auch andere Punkte, um sich das zu merken. Jeder hat halt seinen eigenen Stil, kann man fast sagen, wie man das macht. Oder ist rot. Ich glaube grün. Ich glaube, die Ampel haben sie auch geändert. Früher war es so, wenn du losgekommen bist. Hey, hier spawnt gerade ein Auto. Wenn du früher losgekommen bist, hattest du hier nämlich noch grün. 43, 44, 1A. Jetzt ist es nicht mal der Fall. Jetzt habe ich nicht grün. Jetzt muss ich mal warten. Mein lieber, schöner Ampelgott hat mich verlassen. Er gibt mir kein Grün mehr. Er mag mich nicht mehr. Keine Beziehung mehr mit diesem Ampelgott. Der gibt mir zu viel Rot. Such mal einen anderen Gott aus. Tramgott. Ja. Ich fahre als Tramgott durch die Gegend. Und nicht wundern, ich habe halt auch sehr viele Kollisionen, weil ich auch einige Sachen ausprobiere. Also habe ich hier keine KI-Straßenbahn. Mist. Früher war das so, dass die KI-Straßenbahn hier im Schottentor hinten stehen blieb, statt vorne. Hier habe ich mal den Punkt nicht gesetzt. Hier habe ich mal den Punkt gesetzt vom diesem Dreieck. Ja, ich muss innerhalb dieses Streifen stehen. Wenn das nicht funktioniert, weil da gerade ein Auto steht, dann habe ich hier keinen Punkt, dann ist das ein Glückstreffer. Ja, ich kann nicht hier irgendwie sagen, wo ich hinschauen muss, damit ich das genau weiß. Ich weiß einfach, dass ich hier stehen bleiben muss. Irgendwie wollen die Leute dann in der Mitte nicht einsteigen. Ich habe keine Ahnung warum. Ne, die wollen nicht. Okay, warum auch immer, die wollen einfach nicht einsteigen. Umsteigen zu D. In Richtung, ja, ich war gerade auf mein Handy. 40A. Puh. Ich war gerade kurz auf mein Handy, war gerade ziemlich abgelenkt. Ich habe beim Handy jetzt mal den Ton ausgestellt, weil sonst düdelt es die ganze Zeit und das mag ich nicht. So, wir sind ja schon bei der Börse angelangt. Das rechts ist die Börse. Haben die auch Kohle? Oder nur Wertpapiere? Weil die handeln eigentlich digital. Ich freue mich schon, wenn eine neue Straßenbahn kommen würde. Nicht das U2Z, den fahre ich einfach nicht. Weil das ist die gleiche Strecke wie mit dem 1 auf von Schottenring bis Karlsplatz. Also was soll ich da fahren? Neue Linie würde ich auch nicht dazu sagen. Ist einfach nur eine Ersatzlinie für die U2. Und der fährt ein bisschen länger, ja. Oh, 8 Punkte, ich bin drüber gefahren. Mist. Ich habe den Haltepunkt nicht richtig erwischt. Macht nichts. So, schauen wir mal nach, wie die Zeit aussieht. Ja, ich liege im Zeitrahmen. Das heißt, wir fahren gleich wieder. Jetzt macht er rot, ist eh klar. Jetzt, wer ich drüber fahren möchte. Und die Grafik ist schon mehr der Hammer im Spiel. Also da kannst du sagen, was du willst. Die ganzen Bäumchen, die sie da gesetzt haben. Umsteigen zu U2. Ist schon schön. 31, 3A. Ja, ich hab das leider nicht bei der Bremst. Ich habe eher glaubt, dass es ausgeht. Ja, kann passieren. Wieder eine Ampel überfahren, kann man überfahren sagen. Wieder eine Ampel missachtet.
Sagen wir missachtet. Na, ich war ein bisschen knapp davor. Also hier merke ich mal, der Spiegel muss da am Rand der Laterne sein. Dann hätte ich 10 TSP-Punkte. Ich bin ein bisschen zu weit hinten. Aber 9 TSP sind auch gut. Da muss ich immer 10 haben. Na, einsteigen, aussteigen, was macht die da hinten? Gar nichts, da mache ich die Tür zu, es zieht. Es zieht wirklich. Also, ich habe schon gedacht, das ist fertig. So, sind die Leute mal alle weg. Ich krieg schon die Tür nicht zu. Das hat sich jetzt ein wenig verschlimmert. Die Tür geht nicht zu. Liebe Fahrgäste, Sie verzögern die Abfahrt. Bitte halten Sie den Türbereich frei. Ja, machen Sie nicht. Ich kann nicht weiterfahren. Ich mache mal alle Türen nochmal auf. Ich mache alle wieder zu. Kann ich das Problem so nicht lösen? Ah, jetzt ist alles zu. Perfekt. Ich hätte sonst aufstehen müssen, hin nach hinten gehen, um nachzuschauen. Oh ja, macht nichts. Ich kann weiterfahren. Am Schottenring ist das extrem arg. Ich weiß nicht, die Leute lieben die Station anscheinend. Da habe ich die meisten Probleme mit den KI-Personen. Hat aber auch einen Vorteil, du bist nicht mehr überpünktlich, weil du stehst dort schon teilweise lange. Aber weißt du, man versucht zuerst, jetzt habe ich den Satz vergessen, Mist, egal. Hier habe ich den Haltepunkt bei dieser Laterne, also bei diesem Schild, ja. Ich muss da ein Stückchen drin sein, damit ich 10 TSP-Punkte kriege. Was wollte ich sagen? Ja, wegen einem Schottenring. Das ist so. Man kann ja auch aufstehen und nach hinten gehen. Und ich versuche das halt immer zu vermeiden. Und ich hatte noch grün. Muss ich nicht beschweren. Das Witzige ist halt, ich stehe so ungern auf. Habe ich da unten grün oder rot? Ich habe noch grün. Das heißt, ich kann auch Gas geben. Servus Kollege, ich wink dir mal. Ich bin so freizügig. Halt, die Maus wieder weg tun. Da habe ich auch so einen Trick bei diesem Haltepunkt hier. Zum Beispiel. Wenn ich hier lang fahre, dann schaue ich, dass ich... Dieser Scheibenwischer muss nicht im sein, sondern davor. Der müsste eigentlich hier sein, der Scheibenwischer, ja. Dann hätte ich 10 TSP-Punkte. So merkt man sich halt ein paar Triggerpunkte. Und das ist halt, ich finde, nicht schlecht. So kannst du dann schauen, dass du auch diese 10 TSP-Punkte fürs Halten bekommst. Jeder hat da seinen eigenen Stil. Ich habe das jetzt so gelöst. Ich merke mir einfach die Punkte und das war's dann auch schon. Bei den meisten Simulatoren, die ich fahre, schaue ich wegen einem Haltepunkt, schaue ich mal, dass ich mal irgendeinen Außerpunkt suche, an den ich mich richten kann. Aber ja, wie gesagt, jeder hat seinen eigenen Trick, wie er das schafft. Ich habe schon Leute gesehen, die schaffen das eigentlich ziemlich ganz gut. Also, gar nicht mal so ohne. So, wir können schon mal lostrotten. Ein bisschen rollen. Jetzt ist grün. Die nächste Ampel ist rot. Da trotten wir einfach ganz langsam weiter. Dann wird sie grün. Oder sie haben es geändert. Ah ja, hier biegen Autos ab. Julius Radplatz. Müsst ihr aufpassen. Ist mir schon ein Unfall passiert. Der Autofahrer ist einfach nicht stehen geblieben.
Und ich bremsen? Nee, kein Bock. Hier habe ich mir auch was überlegt, bei dieser Stelle, wenn du so lange wartest, bis die Autos abgebogen sind. Ich fahre da einfach ganz gemütlich mit 10 km/h entlang. Also mit weniger als 10, 4 oder 3 oder 4 km/h und warte, bis die Abbiegeautos grün kriegen. Was ist mit der Straßenbahn da vorne los? Also gar nichts. Jetzt merke ich, dass er zum Blinken anfängt. Jetzt setze ich mal den Gashebel in Gang. Und jetzt fahre ich durch. Damit ich nicht so lang bei der Ampel stehen muss, weil die Autos biegen dann einfach nicht ab und dann hast du die Autos beim Rot dabei. Hier habe ich mir als Triggerpunkt genommen für den Haltepunkt diese Zeichen hier am Boden. Fragt mich jetzt nicht, wie die heißen, weiß ich jetzt nicht. Die habe ich mir jetzt genommen. Da weiß ich dann sicher, wo ich stehen bleiben muss. Zum Beispiel. Man hat eigentlich für alles einen Triggerpunkt. Was, nur 12? Nur 12 Punkte für die Pünktlichkeit? Na gö. Habe ich mir schon anders überlegt. In Richtung Raxstraße. Ich habe keinen TSB-Gott. Ich habe keinen TSB-Gott. Hier habe ich mir eigentlich gemerkt, vorne das Graue. Ja, ich bin ein bisschen zu weit hinten. Wenn ich da jetzt schaue, ja, ich bin ein bisschen zu weit hinten. Ich hätte noch ein Stückchen weiter nach vorfahren können. Ich glaube sogar, dass der Spiegel bei dem Baum sein muss, damit das funktioniert hier. Ich glaube, hier müsste ich so, es wird grün. Nur 8 TSB für die Pünktlichkeit? Was ist jetzt los? Achso, ich bin überpünktlich. Okay. Radetzkyplatz. Okay, warum bin ich jetzt überpünktlich? Da habe ich wieder irgendwo 1,5 Minuten eingesackt. Ich wusste es gar nicht. Hier habe ich mal als Punkt gesetzt, diesen Betonblock hier rechts. Ich muss innerhalb dieses Bereichs sein. Und wie ich sehe, haben wir eine Minute Vorsprung. Dann lasse ich das Grün grün sein und fahre beim nächsten. So, nochmal einen Schluck Wasser genommen. Heute muss ich kochen. Gedünsteten Fisch mit Senf, Schnittlauch, Zitronensauce und Petersilkartoffeln dazu. Dass das Bocherl auch voll wird. So, eine halbe Minute Vorsprung habe ich noch. Nein, du steigst jetzt nicht ein. Oder doch? Ja, ich nehme ihn mit. Dann steigt er eh nicht ein. Warum bemühe ich mich auch? Der Kollege fährt schon zurück. Hetzgasse. Ich fahre gerade ein bisschen weniger als 40. Ich weiß gar nicht, ist das hier eine 30er Beschränkung? Ich rauschte immer mit 60 durch. Außer in der Station. Ich habe eine Notbremse hinlegen müssen. Hier habe ich mir den Triggerbock, den Zebrastreifen da genommen, die Spitze. Ich muss mindestens den Abstand einhalten, damit ich 10 TSP-Punkte kriege.
Das sind halt so, ja, ich sage mal, meine Pünktchen, die ich mal merke. Und auch beim Rückfahren habe ich mal die so eingeprägt, auf was ich achten muss. Und da geht schon eine Tür nicht zu. Jetzt ist sie zu. Die Leute gehen jetzt hier auch über den Zebrastreifen, haben sie auch eingefügt. Und ein paar mehr sogar als vorher. Was ich auch gern hätte, ist eine KI-Einsteig-Aussteigsteuerung. Dass ich einstellen kann, wie viele Leute einsteigen in die Straßenbahn. Das wäre halt nett. Weil blockierende Leute gibt es leider immer noch. Ist ein paar Mal beim Ring jetzt passiert, dass die Leute die Türen blockieren. Der hintere will wahrscheinlich einsteigen und der vordere blockiert. So, es sind alle ausgestiegen, ja. Sollte eigentlich gut ausschauen. Doch nicht. Man hat jetzt seit dem Update irgendwie das Problem, dass die Türen blockieren. Liebe Fahrgäste, Sie verzögern die Abfahrt. Bitte Jetzt halten Sie den geht's. Türbereich frei. Der hat gewusst, dass ich auf Grün warte. Wittelsbachstraße. Wir sind hier Umsteigen schon fast wieder da. Das 88A. geht hier rucki-zucki. In der Nacht schaffe ich die Strecke 35 Minuten. Aber da hast kein KI-Verkehr. Du kannst Gas geben, wie du willst. Ja, da fahre ich meistens 60 auf den meisten Strecken, Abschnitten. Bleib aber in der Station immer richtig stehen. Also, da kriege ich krieg auch sehr oft 10 TSB oder 9. Also, TSB, ich versuche halt immer, dass ich 9 kriege. Ja. Ab und zu kann es passieren, dass ich halt nur 6 bekomme, aber das ist nur so minimal. Ich habe es mal ausgerechnet, ich glaube, mein Mittelwert ist im Normalfall 24 TSB-Punkte pro Station. Wo willst du hin? Der blinkt jetzt schon, blinkt nicht ab. Naja, wer weiß, wo der hin möchte. Den Kollegen winke ich mal nicht. Habe meine Hand nicht hier. Ah, da bin ich ein bisschen zu weit nach vorgefahren, ich weiß eh. Hier habe ich keinen Anhaltspunkt. Hier fahre ich immer blind drauf los. Also blind auf die Station zu. Und wieder hängt eine Tür. So, jetzt kommen wir dann zur Endstation. Jetzt bin ich gespannt, ob er wieder umstellt auf Stefan-Fadinger Platz. Oder ob ich mir das wieder sagen muss. Prater Hauptallee. Wir sind am Ziel. Auf Wiedersehen. Ah, die umstellen. Perfekt. Hier gebe ich immer Vollgas. Oh, kein Kollege da. Schade. So Leute, wir sind am Ziel angekommen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wir sehen uns dann beim nächsten wieder. Ich werde dann auch wieder eine VR-Fahrt aufnehmen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann, hoppala. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Wenn ihr euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da oder abonniert mich, wie ihr wollt. Müsst mich nicht abonnieren, anschauen reicht. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ciao, euer Tessala.